Ihr habt es im Titel gelesen, ich habe Dave zu seinem Geburtstag mit einem Private Dinner überrascht. Und niemand Geringeres als Kaspar. Kaspar Hübsch ist ja schon im Hintergrund am Werken, hat schon einiges vollbracht. Und ich sage euch so viel, ich freue mich riesig darauf. 9 Gänge aus meiner Küche gibt es heute. Riesenüberraschung. Und das Ganze hat angefangen vor ungefähr 3,5 Stunden, als Kaspar zu zweit hier reingefahren kam. Alles erstmal ausgeladen, Sachen reingebracht und dann ging es auch schon los. Wirklich perfekt, alles mit Konzept, durchstrukturiert, mit einem Plan quasi, was muss ich als erstes machen, was kommt als nächstes. Kaspar meinte auch vorhin, 10% der Arbeit finden vor Ort statt, 90% in Planung, Vorkochen, sonst was, weil ganz viele Sachen sind schon vorbereitet, vorgegart, vor wie auch immer. Hier stehen wir jetzt also, wir haben vor der Küche, ihr kennt ja den großen Tisch, einiges getan, damit es da wirklich eine gemütliche Atmosphäre gibt. Und ich sag so viel, heute wird, glaube ich, für alle, die da sind, ein unvergesslicher Abend. Ich freue mich sehr darauf. Deshalb vielen lieben Dank schon mal an Kaspar an der Stelle. Wahnsinn, absolut. Und die große Frage, die ich mir heute stelle, ist, wie gut wird das Ganze? Weil wenn man die Karte liest, dann denkt man nicht, man sitzt bei sich zu Hause, bei sich im Büro, wo auch immer, sondern halt in einem ganz, ganz hohen Gourmet-Restaurant. Darauf freue ich mich sehr, die anderen bestimmt auch. Jetzt trinken wir erstmal ein Aperitif. Er meinte, ich weiß doch, was es ist. Ja? Wovon hat der Maxi die letzten Jahre immer geschwärmt? Das ist der Personal Chef. Ja, nicht der. Das ist was ganz Besonderes. Okay. Komm mal rein. Hier, damit du, falls du vergessen hast, du hast Geburtstag, ein riesiger Vielen Dank. Jumbo-Geburtstagsballon. Das Jumbo? Ist Jumbo-Schreiner. Jumbo-Schreiner ist in der Küche. Das ist deine heutige Überraschung. Ein 9-Gang-Menü. Bei uns im Büro, wunderschön angerichteter Tisch für Getränke und das leibliche Wohl ist gesorgt. Und es wird übelst geil, weil wir einfach mit den Freunden einen geilen Abend haben. Ja! Ich danke geil! Dir. Vielen Super. Dank! Sehr, sehr krass und ich hab's mir gerade eben schon gedacht und ich dachte, es ist viel besser als alles, was ich mir vorher ausgemalt habe. Danke, vielen Dank! Ey, ja, freut mich, dass ihr da seid. Hi. Vielen Dank! Danke sehr! Wow, das sieht sehr gut aus. Kommt rein, ihr Leute! Ich werde nicht nur reichlich bekocht, sondern auch reichlich beschenkt. Ich bin gerade umgezogen. Ja. Deswegen gibt es von den Jungs weiteres Material zum Einrichten. Ja. Boah, krank. Wirklich krank. Du kannst oben drauf tippen. Und dann kannst du die so tippen nochmal. Wow. Digga, geil. Hammer, ey, vielen, vielen Dank. Wir wussten nicht, welche Farbe und dann mussten wir schwarz nehmen, weil es keine andere Farbe gab. Normalerweise ist das hier mein Platz, Kaspar. Du hast ihn heute anvertraut bekommen. Vielen lieben Dank, dass du da bist. Wirklich, ich glaube, vor allem Dave wird sich sehr freuen. Was machst du? Was machst du hier? Was wird heute Abend abgehen? Ja, ich bin selbstständiger Privatkoch im Bereich Fine Dining, Sterneküche und bringe sozusagen die Sterneküche zu den Leuten nach Hause. Ja, ich bereite alles vor, komme hierher und mache die finalen Schritte dann vor Ort bei den Leuten in den eigenen Küchen. Und das machen wir auch heute, nämlich mit 9 Gängen für den Dave. Und wir freuen uns schon sehr. Alles ist gerichtet. Hammer. Hammergeil, wirklich, was man hier sieht. Ich will nichts vorwegnehmen. Ich meine, wir erleben das Ganze, wie jeder Gast von dir, jeder Bewirtete es erleben würde. Einfach wie ein Restaurantbesuch, nur ohne lästige Anfahrt, ohne alles. Wir sitzen bei uns zu Hause. Lass es uns gut gehen. Los geht's. Ich werde die einfach wild auf den Tisch platzieren. Ihr dürft die dann ein bisschen rumreichen, ja? Weil sonst kommt nicht jeder an alles ran. Wir haben auch hier einmal eins vegetarisch, nicht dass das verwechselt wird. Genauso wie dort drüben, da haben wir auch eins vegetarisch. Ich sag nochmal erstmal vielen Dank, dass ich hier für euch heute kochen darf mit der Katharina. Ihr dürft mich gern Kaspar nennen, wir haben uns alle schon vorgestellt. Ey, das ist so cool, Leute. Sorry, also dass hier bei mir aus meiner Küche mal sowas rauskommen würde, hätte ich nicht unbedingt gedacht. Also es ist schon wirklich hammergeil. Wir haben jetzt das Apéro, Rotgarnele, Saibling, Lauchherz. Das ist wieder so high level, dass man wahrscheinlich gar nichts checkt, aber ich freue mich sehr darauf. Dani, auf dich, lass dir schmecken. Danke. Boah. Komm, wir tauschen.
jetzt ist man da direkt. Direkt. Wow. Und was für mich dieses Sterneessen immer ausmacht, ist, dass es nicht nach einem Geschmack schmeckt, sondern dass sich wirklich auch für einen Laien wie mich so die verschiedenen Facetten wirklich einfach rausschmecken lassen. Und das ist hier wieder der Fall und das ist hammergeil. Das hier will ich unbedingt probieren, weil das ist einfach Zwiebel, die frittiert wurde und dann in Form gebracht wurde. Sieht so hübsch aus. Auch das jetzt so aus erster Hand mitzubekommen, ist so krass, weil man checkt quasi so richtig so, wie diese Magie entsteht. Mmh. Kaspar hat das erklärt, dass die Bitterstoffe regen so den Speichelfluss an. Man will mehr essen. Und man so, das merkt das übertrieben gerade. Hammer. Boah. Wow. Und jetzt hier gepuffte Tapioca, Rotgarnele. Auch so drei komplett verschiedene Geschmacksprofile. Mmh. Das eine ist so ein bisschen süß, das andere ist super kräftig. Hammergeil. Wirklich sehr, 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 sehr krass. Und jetzt bin ich schon nicht mehr bei uns im Büro, sondern wirklich in irgendeinem richtig krassen Sterne-Restaurant. Beste Leben. Mit Strohhalm so. Brot mit drei verschiedenen Aufstrichen. Das habe ich gelernt. Sterneküche oder gehobene Küche zeichnet sich auch durch Brot aus, durch was so Einfaches. Und ich meine, Nussbutter ist immer geil, Tomatenbutter auch sehr gut. Und das hier interessiert mich am allermeisten. So gebräunte Butter, Kapern, Sardellen. Ich glaube, das hat es richtig in sich. Einfach rein dippen hier am Platz. Mmh, sehr, sehr krass, super intensiv. Und das Brot ist wirklich sehr lecker. Schöne Kruste auf eine einfache Art und Weise, außergewöhnlich. Mach doch einfach Appetit auf noch mehr. Mhm. Immer so Kleinigkeiten, die einfach reinkommen, allerdings, die halt immer mehr haben. Probier mal die Tomatenbutter. Die hat so, man denkt, okay, das ist jetzt irgendeine orangene Butter, ne? Mhm. Aber probier die mal. Meiner Meinung nach. Die hat richtig Bums, mhm, ne? Mhm. Ich komme immer wieder darauf, so dieser Kontrast so davon, dass man das zu Hause erleben kann. Also ohne Zwang dieses geile Essen. Unglaublich. Geil. Das gibt es eigentlich gar nicht. Hammer. Makrele, Liebstöckel-Dashi mit Ponzu, Apfel, Gurke und Buchweizen. Klingt sehr crazy, schmeckt mit Sicherheit auch sehr gut. Ich probiere das Ganze einmal und nehme mir ein bisschen von allem. Makrele, ich habe gerade eben noch zugeschaut, wie die geflammt wurde. Ponzu-Gel und Liebstöckel-Dashi, also dieses Sud, was wir hier haben. Ein bisschen davon noch damit. Los geht's. Krank. Krass, oder? Nicht krank. Man wird wirklich so die Geschmacksknospen klatschen einen so von links nach rechts. So man schmeckt alles und nichts. Also, man schmeckt alles. Sehr, sehr lecker, sehr vollmundig, sehr abwechslungsreich. Auch nichts, was ich woanders schon mal gegessen habe. Man kommt nicht drauf klar, oder? Mhm. Ich glaube, ich kann für alle sprechen. Super lecker, super kreativ, richtig geil. Und wir sind erst bei Gang 3. Was ich gerade verstanden habe, ist, dass das hier so ein dekonstruierter Brauhaus-Klassiker ist. So Knödel, Rotkohl, Spinat und Braten. Guten Hunger, alle zusammen. Appetit. Boah, hast du schon gegessen? Noch nicht, aber... Alter Schwede. Ich kann es mir so vorstellen. Boah, also man braucht wirklich nur den Löffel. So, das Fleisch ist so zart geschmort. Wahnsinn. Das ist Kunst, Alter. Boah, das ist wirklich unnormal krass. Das hat genauso die Geschmacksnoten von so einem sehr, sehr außergewöhnlichen Brauhaus. Lari, hast du noch was hinzuzufügen? Nee, geil. Ich weiß nicht, was jetzt noch kommen soll, aber das war ja nur der Vorhauptgang. Jetzt kommt der eigentliche Hauptgang. Ich bin sehr gespannt darauf. Ich glaube, Reh ist im Spiel und es wird sehr lecker. Auch, dass man hier einfach mal so reinlaufen kann und einfach mal so gucken kann, wie geht's weiter, was geht hier gerade so ab. Ich muss sagen, bemerkenswert, das ist schon wieder halb ordentlich, die Küche. Das macht wirklich sehr viel Spaß bisher auch draußen. Es ist wirklich so zwanglos, alle stehen auf, wenn sie wollen, machen einfach, was sie wollen. Man hat nicht so dieses Restaurant-Feeling, aber nur das Zwanghafte, sondern vom Essen her bist du 100% in einem geilen Restaurant. Ja. Ich kann mir auch vorstellen, dass das
sehr oft der Fall ist, dass dann auch irgendwann mal alle Leute um die Küche herumstehen, oder? Ja, ja. Also es gibt natürlich Leute, die sind da ein bisschen nerviger und Leute, die sind da ein bisschen easier drauf. Aber in der Regel ist das kein Problem und es ist natürlich auch eine Sache, wo man ein bisschen reinwachsen muss. Am Anfang ist es immer weird. Ja. Aber wenn man die hundertsten Kunden gekocht hat, dann ist das auf jeden Fall irgendwann weg. Muss da jetzt so viel Butter ran? Ja, das war Spaß. Geil, ich freue mich darauf, das sieht Hammer aus. Wir haben jetzt hier das Hirschfilet, rosa gebraten. Das Ganze wurde in Spice-Up-Öl nochmal aromatisiert und arrosiert. Dann haben wir dazu einen Brezelknödel, der wird mit Sellerie-Creme garniert und einer Austernpilzcreme. Wir haben ein paar kleine Buchenpilze oder auch Shimeji genannt, ein bisschen Nashi-Birne und eine Jus, die über mehrere Tage, drei Tage um genau zu sein, eingekocht wird. Wildkarkassen und Kalbskarkassen. Schau dir das mal an. Dieser Knödel, hammergeil, der Brezelring, der beste Brezelring, den ich je hatte. Und ich bin mir sicher, auch wenn ich bisher andere Brezelringe gegessen hätte, fände ich ihn trotzdem sehr gut. Die Jus ist sehr lecker, sehr intensiv. Der Hirsch hat wirklich einen sehr starken Wildgeschmack, ist außergewöhnlich auch. Sehr krass, leckerer Hauptgang. Guckt euch das an. Wir sind bei den Desserts angekommen. Ihr habt richtig gehört, Desserts. Das ist Nummer 1 von 3. Kaiserschmarrn mit Granny Smith Apfelsorbet. Ich probiere erstmal das Sorbet, weil das klang schon so krass, als wäre das so ein geiles, saures Sorbet. Crazy. Schmeckt, als würde man in den Apfel bei sowieso Apfelmus auch so ein bisschen. Und jetzt probiere ich diesen Kaiserschmarrn. Zimt, dazu Granola als Crunch. Let's go. Alter Schwede. Das ist so lecker. Boah. Alter Schwede, das ist wirklich... Das war gerade so der Punkt, wo man gesagt hätte, den herzhaften Gang könnte ich jetzt vielleicht nicht mehr. Jetzt geht's los mit den Süßen. Ich glaube, hungrig geht auf jeden Fall niemand nach Hause. Richtig geil. Weiter geht's. Cheesecake, Blutorange, Gegenspielerprinzip wie im Körper bei den Muskeln. Dazu kann Lara was sagen. Sportstudentin. Geil. Das Sorbet, so dieses klassische Ding, was man aus gehobener Küche kennt, dass es nicht zu süß ist. Nicht einfach nur auf den Zuckerknopf gedrückt, sag ich mal. Ne? Ja, warte ab, bis du den Cheesecake im Mund hast. Mmh. Krank. Sagen wir, testen uns hier durch Eiskonfekt, Mandarinen-Tartlet auf Carrot Cake, so ein Mini-Google-Hupf und weiße Schokolade. Danach lassen wir das Ganze erstmal sacken, aber ich glaube wirklich, das war ein ganz besonderer Abend heute mit einem ganz besonderen Menschen. Das war die Überleitung jetzt gerade, ne? Mhm. Leute, ich habe gerade die letzte Praline, den letzten Happen in meinen Mund gesteckt und ich komme hier in die Küche und die ist sauber. Ich glaube, das ist wirklich was zählt, oder? Könnt mir dazu hören. Ja. Wirklich, Kasper, ich danke dir. Sehr gefreut. Wahnsinn, es war so ein geiler Abend. Ich glaube, wir werden den echt alle nicht vergessen. Hammer. War unfassbar lecker und was voll und ganz überzeugt, Leute. Vielen, vielen Dank. Wahnsinn. Unglaublich. Ich wollte ja eh noch mal was dazu sagen, aber ich glaube trotzdem, das war crazy heute. Und jeder, der sowas mal erleben will, findet Kaspers Links in der Beschreibung. Alles unglaublich gut. Und vielen, vielen lieben Dank. Hammergeil. Gerne. Danke. Geil, Alter. Es ist einfach sauber. Ja.